Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Naruto. Leute, wir sind heute angekommen bei tatsächlich schon Folge 16, ja? Ungeahnte Kräfte. Und ich muss sagen, die Serie macht jetzt so richtig Spaß. Also, ich mochte Naruto schon immer. Die ersten zwei, drei Folgen haben mich schon gehuckt und ich wollte schon wissen, wie es weitergeht. Ich habe mich schon so für die Welt interessiert. Aber so die letzten zwei Folgen haben mich nochmal so richtig gecatcht, dass ich wirklich mich richtig drauf freue. Und ja, ihr kennt es ja, bei manchen Serien, die möchte man so durchbingen. Und so dieses Feeling habe ich jetzt auch bei Naruto. Deswegen freue ich mich jetzt wirklich auf die neue Folge, Leute. Folge 16. Für alle, die sich jetzt wieder mal fragen, Bruder, ich sehe nur die scheiß Facecam. Wie kann ich das schauen? Easy, Freunde, wir gehen ganz kurz hier. Regie, danke sehr. Gehen wir davon aus, dass das Video von Mois jetzt hier gerade mein wunderbares Video ist, was ihr guckt. Doppel Rechtsklick, Freunde, kriegt jeder hin, denke ich. Und dann geht ihr hier unten auf Bild im Bild. Ja, dann habt ihr hier unten dieses Video in klein. Geht zurück auf euren Netflix-Account und könnt in easy die Facecam hier hinpacken, wo ihr wollt. Und dann gleich ganz, aber ganz entspannt, wenn ich hier bei mir auf Play drücke, werde ich zwei Timer einblenden. Einen vorwärtslaufenden, einen rückwärtslaufenden. Und dann könnt ihr das Ganze easy synchronisieren. Ich kann aber alle an alle die Empfehlung rausgeben, oben im ID-Playlist abzuchecken und falls ihr jetzt das erste Mal einschalten solltet, alle Folgen nachzuholen, weil sich das tatsächlich jetzt sehr lohnt, finde ich. Und es einfach fucking awesome ist, mit jemand anderem eine Serie zu gucken, finde ich. Deswegen mache ich das Ganze hier auch, Leute, ja? Gut, Staffel 1, Folge 16, wir drücken auf Play, Freunde. In 3, 2, 1, go. Ach, Leute. Wer das Intro nicht mag, hat Intros nie geliebt. Bin ich ganz ehrlich, Leute, bin ich ganz ehrlich, da greife ich durch. Das ist so eine richtig weise alte Sängerstimme irgendwie. Muss man einfach fühlen. Muss man einfach fühlen. Oh, ich freue mich echt auf die Folge, Mann. Ich freue mich echt auf die Folge jetzt. Ich bin echt gespannt, Leute. Okay, kleines Recap wieder, was in der letzten Folge als letztes passiert ist. Oh yes, baby. Ja, Mann. Aber Kampfgeist, Alter, er hat fucking Kampfgeist dabei. Ich bin gespannt, was am Ende wirklich passiert ist und wer vor allen Dingen gehittet wurde beim letzten Mal. Wie gesagt, ich setze alles auf Kakashi, Leute. Er sieht echt schmerzhaft aus mit diesen Nadeln, Mann.
Ja, jetzt mit den Nadeln, das sieht echt mies aus. Oh, ich finde Nadeln, glaube ich, echt nicht so geil, Mann. Ich finde Nadeln echt mies, glaube ich. Nicht so mein Favorite. So. Jetzt. So. Ich sag, es hat Kakashi erwischt. Okay, als erstes haben wir Blut gesehen in der letzten Folge. In der letzten Folge war noch Blut zu sehen. Und jetzt? Ey, das wird uns immer noch vorenthalten jetzt einfach. Oh, jetzt kommt der richtige Kampfgeist raus bei denen. Jetzt kommt der richtige Kampfgeist. Instinktmodus aktiviert jetzt. Ja, Mann, Instinktmodus aktiviert. Jetzt gehen sie ham. Jetzt gehen sie ham. Jetzt gehen sie ham. Yo! Gleich null, würde ich sagen. Schon. Ey, Sasuke ist echt heftig, muss man sagen. Oh. Yo. Yo, die geile Mucke ist wieder da. Bist du doch nicht so cool, wie du dachtest. Wolverine. Ach, Dickkopf Naruto ist wieder da. Ey, so ein Creep einfach.
Komm schon. Du kriegst es hin, Sasuke. Du kriegst es hin. Yo. Ja, denkst du, du bist nicht der obercoolste Mann. Was? Alter. Fuck, hätte damit rechnen können schon. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Es musste Kakashi sein. Es musste Kakashi sein. Es musste Kakashi sein. Ach komm schon, Mann. Ja, das denkt Zabuza jetzt natürlich, ne? Ach komm schon, Kakashi. Ey, jetzt. Ich weiß, dass Sakura irgendwann vielleicht noch cool wird oder so. Aber in die letzten drei, vier Folgen macht sie nichts. Sie hat echt nichts gemacht, einfach. Sie hat nichts gemacht. Nichts hat sie gemacht. Nichts. Ja, Mann. Oh ja. Oh. Ehrenmann.
Ich hoffe echt, es kommt nochmal eine coole Sakura-Folge demnächst. Hoffe ich echt. Wo sie ein bisschen Action hat, wo ich sie auch liebgewinnen kann. Ah, Mann. Das sind ja richtige Nägel fast schon. Oh, Bruder. Was los, Alter? Hä? Ey, bitte fahr jetzt nicht hin. Ehrenmann, Alter. Oh, jetzt fällt er hin und die Nadeln, die Nadeln, die Nadeln. Die Nadeln, die Nadeln, die Nadeln, Bruder. Die Nadeln, Digga. Oh, trotzdem so schlimm, Alter, mit den Nadeln. Gib ihm Heilkraut oder irgendwas. Gib ihm Supertrank, Hypertrank. Beleber. Ehrenlos. Ehrenlos. Jetzt ist der Beast Mode aktiviert bei Naruto. Jetzt ist der Beast Mode aktiviert, Jungs. Gänsehaut, Leute, Gänsehaut. Jo, was passiert? Jo, wie creepy sah er aus?
Yo! Was? Alter. Leute, was war das für eine Folge, Alter? Okay, also erstmal, first of all, Sasuke ist obviously nicht tot, ja? Der ist vielleicht ein bisschen angehittet, vielleicht ist er jetzt gerade tot, aber er wird wiederbelebt, whatever. Auf jeden Fall ist er nicht tot, so. Das schon mal vorweg. Können wir über die andere kleine Sache reden, die am Ende passiert ist? Gerade eben vor meinen Augen einfach so, Leute? Okay. Also, ich weiß jetzt nicht, ob der Fuchs endgültig schon befreit wurde gerade, ja? Aber Kakashi meinte, er wird alle zugrunde richten, er wird alles vernichten, weil das eine zu große Macht ist, die Naruto nicht kontrollieren kann. Und wenn die unkontrolliert ist, dann sterben 1000 Leute, schätze ich mal, ja? Die Frage ist, hat Naruto es unter Kontrolle? Ja, nein. Und war das gerade schon die volle Macht, die wir gesehen haben? Auch ja, nein. Und wie OP ist dieser Fuchs? Wie OP ist dieser Fuchs? Könnte er durch diese Kräfte, die er jetzt hat, Sasuke, wenn er vielleicht jetzt tot ist, wiederbeleben? Und kann er Haku jetzt besiegen? Auf jeden Fall ist dieser Fuchs motherfucking heftig, weil Zabuza meinte, selbst Kakashi hätte das im Leben nicht sein können, weil die Macht zu groß für ihn ist. Bedeutet, das ist schon ein badass Motherfucker, der wir jetzt hier haben in der nächsten Folge. Heilige Scheiße, Leute. Die Folgen werden echt crazy gerade. Die Folgen werden echt crazy gut. Leute, das Schönste. Wisst ihr, was das Schönste ist? Wenn ihr auf dem Uploadplan guckt, auf dem Community-Tab, seht ihr morgen um 16 Uhr direkt die neue Folge, Leute. Morgen 16 Uhr direkt die nächste Folge. Ich werde sie mir jetzt ansehen, weil ich echt gespannt bin. Und ich freue mich sehr darauf reinzuschauen, Leute. Mal sehen, wie es aussieht, Alter. Damn, die Folgen werden gut. Die Folgen werden sehr, sehr gut gerade, Leute. Okay, ich bin gespannt. Wir sehen uns. Habt einen wunderbaren Tag. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.